Ein neofaschistischer Diktator. Mal raten, wer damit gemeint werden kann. So nannte Senator John McCain einen EU-Regierungschef, den Ungarn Viktor Orban. Der US-Botschafter in Budapest sitzt derweil im ungarischen Außenministerium und muss sich verschiedene unangenehme Sachen anhören. Und mein Kollege Tim Kirby in seiner Rubrik Just My Opinion setzt sich mit der breitspurigen Aussage des US-Senators auseinander. Normalerweise sind Worte nicht wichtig. Wenn mir jemand einen hasserfüllten Tweet oder eine Facebook-Antwort schreibt, bedeutet das nichts. Wenn aber die Mainstream-Medien oder die Elite Washingtons beginnt, dich zu beleidigen, ist das etwas ganz anderes. Sehen wir uns Gaddafi und Saddam Hussein an. In den Augen des Westens waren sie jahrelang völlig okay und eines Tages wurden sie plötzlich Diktatoren und Menschenrechtsverletzer. Den Rest kennt ihr. Kürzlich nannte John McCain den ungarischen Premierminister Viktor Orban einen neofaschistischen Diktator. Das kommt von einem Mann, der offen die Neonazis der Svoboda während der Revolution in Kiew unterstützte und sich mit den syrischen Rebellen traf, heute bekannt als die Kopfabschneider vom Islamischen Staat. Es scheint also, als sei er nicht in der Position, irgendjemanden einen neofaschistischen Diktator zu nennen. Aber das ist unser Sprachcode. Wenn Typen wie McCain dich Diktator nennen, dann bedeutet das, du hast Washington nicht gehorcht. Tatsächlich ist Orban schuldig, offen den Status quo der EU zurückzuweisen und Ungarns Interessen über die Washingtons zu stellen, zu versuchen, Energieverträge abzuschließen und allgemein mit Russland zusammenzuarbeiten. Kardinalssünden in den Augen McCains. Aber um fair zu McCain zu sein, wenn jemand dort draußen mir Beweise für den Aufstieg eines neofaschistischen Staates in Ungarn zeigen kann, dann werde ich mich öffentlich entschuldigen und zugeben, dass ich Unrecht hatte. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Und das ist nur meine Meinung. Und wir sehen uns gleich wieder im zweiten Teil. Und